Die Eingangs- und Diagnoseklasse an der Fröbel-Schule. Nach einer intensiven Beratung kommen die Kinder zunächst in den 14-tägigen Diagnoseunterricht. Hier wird genau geschaut, was jedem einzelnen Kind fehlt. Dann setzt Lehrerin Nicole Hesse ganz auf die individuelle Förderung. Ja, die ist eigentlich Grundvoraussetzung dafür, dass wir die Kinder dann auch wirklich zurückschulen können, was ja das Ziel dieser Klasse hier ist. Und das ist eigentlich die einzige Vorbereitung, die wir den Kindern geben können, um an der Grundschule dann bestehen zu können. Manchmal führt der Weg zur Grundschule eben über den Umweg Förderschule. Hier sind die Klassen kleiner, die Betreuung intensiver. Basis für die Entscheidung ist die eingehende Beratung im Vorfeld. Die ist besonders wichtig, weil wir da schon genau sehen, welche Kinder überhaupt in Frage kommen für unsere Klasse. Die Kinder, die schon einen ganz gezielten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, die sind natürlich direkt an der entsprechenden Förderschule am besten aufgehoben. Und es gibt einfach viele Kinder, die so grenzwertig sind, die an der Grundschule das irgendwann schaffen werden, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Einschulung ist, einfach noch nicht so reif sind, sei es aufgrund von Entwicklungsverzögerungen oder auch einfach aufgrund von körperlichen Entwicklungen, wo einfach so ein paar Monate noch fehlen oder so der letzte Schliff in irgendeinem Förderbereich oder auch in zweien oder dreien, wo man sagen kann, das schafft man noch. Das soziale Verhalten wird dabei genauso wichtig gewertet wie die Entwicklung beim Lernen. Mir macht immer Arbeiten Spaß. Was heißt denn Arbeiten? Was machst du denn da? Da schreibe ich und rechne ich immer so. Das findest du gut? Ja. Und ich lerne jetzt schon die 8 und ich habe nur noch wenige Blätter bis zum Ende. Jahrgangsstufe 6. Isabel Fürch schätzt diese zusätzliche Englischstunde am Gymnasium Laurentianum sehr, um differenziert zu arbeiten. Die 4 sechsten Klassen wurden gemischt und so eingeteilt, dass die Schüler Gruppen fanden, in denen Stärken oder Schwächen gefördert werden. Unregelmäßige Steigerung. Gut. Wer weiß es? Better is the best. Und dadurch habe ich jetzt in diesem Kurs hier die Möglichkeit, Schüler, die eben Schwierigkeiten haben mit grammatikalischen Strukturen, mit Rechtschreibung, wirklich individuell in Kleingruppen zu fördern, indem wir Grammatik wiederholen, indem wir zusammen einfach üben. Das ist für die Schüler auch schön, weil die hier unter ihresgleichen sind. Es sind nicht immer die Stars dabei, die alles so toll können und neben denen die sich auch manchmal ein bisschen doof vorkommen, sondern es sind hier welche, die gleichen Probleme haben und von daher haben die ja auch weniger Hemmungen, Fragen zu stellen. Tutoren, also Schüler der Englisch-Leistungskurse aus der Oberstufe, unterstützen die Lehrerin, um intensiv in Kleingruppen arbeiten zu können. Wir machen außerdem die Erfahrung, dass sie ganz spezifische Schwächen abbauen und wir sind viel näher dran, als wenn wir nur halbjährlich draufschauen, etwa nach den Zeugnissen und dann unsere Lern- und Förderempfehlungen aussprechen. Ja, wir arbeiten in der Regel zusammen einmal mit den Einrichtungen im Elementarbereich. Das wären also die Kindergärten, das wären die Familienzentren. Es sind aber auch oft die Frühförderstellen oder psychologische Dienste. Und es sind natürlich die Grundschulen, in die dieses Kind entweder eingeschult worden wäre oder am Ende des Jahres zurückgeschult wird. Das ist unbedingt notwendig. Ich halte sehr viel davon, mit Eltern Kontakt zu halten. Die Eltern sollen ganz genaue Rückmeldungen erhalten und deshalb legen wir auch Wert darauf, dass die Eltern Einblick in diese Arbeiten nehmen und auch sehen, was die Schule für ihre Kinder tun kann.